Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kriminalfall. Wenn du, wie ich, ein Interesse an faszinierenden und wahren Kriminalfällen hast, dann bist du hier genau richtig. Heute reisen wir nach Hessen. Genauer gesagt nach Schlangenbad Wambach, eine malerische Ortschaft, ganz in der Nähe von Wiesbaden. Britta B., 37 Jahre alt, war seit dem 16. Februar 2014 unauffindbar. Sie ist laut Aussage ihres Ehegatten zum Wandern gegangen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Könnte es ein Unfall gewesen sein? Hat sie sich eventuell freiwillig aus dem Staub gemacht? Oder könnte es sein, dass Britta B. tragischerweise von ihrem eigenen Mann umgebracht wurde? Britta B. hatte eine enge Beziehung zu ihren Eltern und Emanuel kam ebenfalls gut mit seinen Schwiegereltern aus. Brittas Eltern sahen eine harmonische Ehe zwischen den beiden. Als Britta verschwand, stand Emanuel den Eltern bei und trauerte gemeinsam mit ihnen um Britta und ihr Verschwinden. Außenstehende könnten meinen, dass die 37-jährige Britta B. ein beeindruckendes Leben führte. Sie bewohnte gemeinsam mit ihrem Ehemann Emanuel eine moderne Villa. Beide fahren luxuriöse Fahrzeuge und scheinen finanziell abgesichert zu sein. Dennoch leben sie zurückgezogen und haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Emanuel geht täglich zur Arbeit, während Britta zu Hause bleibt, und Besuche von Freunden scheinen unüblich zu sein. Auch die Beziehung zu den Nachbarn ist höchstens flüchtig. Britta B. wurde am Sonntag, den 16. Februar 2014, zum letzten Mal lebend gesehen. Von da an fehlen jegliche Spuren. Emanuel behauptet, am darauffolgenden Dienstag noch Kontakt per E-Mail mit seiner Frau gehabt zu haben. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt beruflich im Ausland. Zwei Tage später, am 20. Februar, meldete er seine Frau als vermisst und auch ihre Wanderausrüstung schien verschwunden zu sein. Polizei und Feuerwehr setzten eine große Suche in Gang. Trotz des Einsatzes von Hubschraubern und Suchhunden blieb die Suche erfolglos. Es gibt die Vermutung, dass der zierlichen Britta B., die nur 46 Kilo bei einer Größe von 1,66 Meter wiegt, während eines Spaziergangs etwas zugestoßen sein könnte. Jedoch beginnt sich das Blatt zu wenden. Immer mehr erweckt Emanuel das Interesse der Polizei. Diese konzentriert sich nun nicht mehr auf einen möglichen Unfall, sondern auf ein Verbrechen. Dem 38-jährigen Unternehmer wird vorgeworfen, bewusst falsche Fährten gelegt zu haben, was den dringenden Tatverdacht gegen ihn erhärtet. Warum sollte er durch widersprechende Versionen der Ereignisse falsche Fährten legen? Die erste Version seiner Geschichte sieht folgendermaßen aus. Am 20. Februar 2014 meldete der Unternehmer seine Frau am späten Nachmittag bei der Polizeistation in Bad Schwalbach als vermisst, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion in den umliegenden Wäldern und Gemeindeteilen eingeleitet wurde. Seine Erklärung klang zunächst plausibel. Er behauptete, bis zu diesem Tag auf einer Geschäftsreise in Frankreich gewesen zu sein und bei seiner Rückkehr war seine Frau nicht zu Hause. Da Rucksack und Wanderschuhe seiner Frau fehlten, vermutete er, dass sie wandern gegangen sei. Er gab an, er hätte einige Zeit gewartet und sich dann Sorgen gemacht, was letztendlich dazu führte, dass er zur Polizei ging und seine Frau als vermisst meldete. Kurz gesagt, er gab sich als der besorgte Ehemann aus, der Alarm schlug. Die zweite Version seiner Geschichte hörte sich jedoch völlig anders an. Laut ihm waren er und seine Frau am besagten Sonntagabend über mehrere Stunden hinweg am Rhein in Eltville. Gegen Mitternacht soll seine Frau dann den Entschluss gefasst haben, ins Wasser zu gehen, um Selbstmord zu begehen. Er habe dann einen Schock erlitten, weshalb es ihm nicht möglich war, seine Frau aus dem Wasser zu ziehen und zu retten. Des Weiteren behauptet er, dass er ein sehr schlechter Schwimmer wäre. Diese zwei widersprüchlichen Erzählungen werfen weitere Fragen auf und fügen eine zusätzliche Schicht der Komplexität
zu diesem bereits verworrenen Fall hinzu. Am 1. März 2014 wird Emanuel in Untersuchungshaft genommen, macht aber keine Aussagen. Ihre beiden Autos, ein Audi A8 und ein Audi TT Roadster, wurden beschlagnahmt und auf mögliche Hinweise hin untersucht. Die Leiche bleibt weiterhin unauffindbar. Hat Emanuel wirklich seine Frau getötet? Könnte dies während ihres letzten Ausflugs ans Rheinufer in Eltville passiert sein? Hätte es das prächtige Haus am Rande des Waldes in Schlangenbad Wambach im Rheingau-Taunus-Kreis nicht gegeben, wäre es vielleicht nie zum mysteriösen Verschwinden von Britta B. gekommen. Das Haus, ein majestätisches Anwesen, das sich auf 2500 Quadratmetern erstreckt und von einem Garten mit prächtigen Pflanzen umgeben ist, war für Britta B. jahrelang das Zentrum ihres Lebens. Die Gestaltung und Bebauung dieses Grundstücks war ihr Lebensprojekt. Es war gleichzeitig ihr Leben und ihr tragender Pfeiler. Es ist genau dieses Wohngebiet, in dem Britta B. das letzte Mal gesehen wurde. Britta und Emanuel fanden einander auf einer Online-Dating-Plattform und es war von Anfang an klar, dass zwischen ihnen eine tiefe Liebe entflammte. Diese intensive Verbindung führte rasch zum Zusammenzug und ein paar Jahre später zur Eheschließung. Emanuel war sehr erfolgreich in seinem eigenen Unternehmen tätig und verfügte über beachtlichen finanziellen Wohlstand. So bot er Britta an, ihre berufliche Tätigkeit aufzugeben, um sich ganz der Verschönerung des prachtvollen Hauses und des weitläufigen Gartens zu widmen. Tatsächlich entschied Britta sich dazu, ihre angesehene Position einer renommierten Fluggesellschaft aufzugeben, wodurch sie ihren letzten unabhängigen Bereich in ihrem Leben kappen würde. Emanuel B. leugnet den Vorwurf der Tat. Obwohl er vor Gericht nicht spricht, hat er mit einer forensisch-psychiatrischen Gutachterin gesprochen. Diese Gutachterin wurde von der zweiten Strafkammer beauftragt, um ein Bild von Emanuel B. zu erstellen. Ihr Urteil soll dem Schwurgericht helfen, den Fall zu klären. In detailreichen Berichten erzählte Emanuel B. der Gutachterin, wie er Britta B. 2003 über eine Internetplattform kennenlernte, wie schnell sie zusammengezogen sind und letztendlich geheiratet haben. Britta B. litt unter Panikattacken, was dazu führte, dass sie ihren Job bei einer Fluggesellschaft reduzierte und schließlich vollständig aufgab. Ab 2009 konzentrierte sie sich laut Emanuel B. hauptsächlich auf den Bau ihres gemeinsamen Hauses, während er für den Lebensunterhalt des Paares arbeitete. Dieses Haus wurde zu einem fast obsessiven Fokus. Das Resultat war eine Villa, welche von vielen Zeugen, einschließlich Nachbarn, als modern, pompös und perfekt beschrieben wurde. Jedoch wirkte das Haus seelenlos und leer. Ein prunkvolles, jedoch seelenloses Zuhause. Britta B. war zuständig für die prachtvolle Einrichtung und Dekoration des Heimes. Es war jedoch nie gut genug und sie gestaltete es ständig um. Das luxuriöse Haus brachte jedoch dem Paar kein Glück. Brittas Angstzustände nahmen zu, was ihren Alltag und das eheliche Leben beherrschte. Als das Haus fast fertig war, plante Britta B. schon den nächsten Umbau. Die Gutachterin beschreibt Emanuel B. basierend auf Zeugenaussagen als ehrgeizig, zielstrebig und arrogant, aber auch höflich und rücksichtsvoll, insbesondere im Umgang mit seiner labilen Ehefrau. Interessanterweise hatte Emanuel B. laut Gutachterin keine vertrauensvollen Beziehungen zu anderen Menschen, außer seiner Ehefrau. Die Ermittler legten sich schnell auf Emanuel B. als Täter fest. Im Sommer 2014 wurde schon einmal Anklage gegen ihn erhoben, das Gericht lehnte jedoch eine Eröffnung des Verfahrens ab, da es zu wenige Beweise gab. Nachdem er ins Ausland ging, hoben Staatsanwaltschaft und seine Schwiegereltern Beschwerde gegen diese Entscheidung ein. Im Januar 2015 gab ihnen das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main recht. Emanuel B. wurde dann in Brüssel verhaftet und kam erneut in Untersuchungshaft.
In Bezug auf das Verschwinden seiner Ehefrau wird Emanuel B. beschuldigt, die Überwachungsanlage des gemeinsamen Hauses manipuliert, seine Schwiegereltern belogen und falsche Fährten gelegt zu haben. Wenn die Ermittlungen korrekt sind, dann deutet dies laut Gutachterin auf ein berechnendes, empathieloses Verhalten seitens Emanuel B. hin. Nach 9 Monaten sieht das Landgericht es als erwiesen an, dass der Unternehmer Emanuel B. seine Frau Britta tötete, ihre Leiche zerteilte und beseitigte. Britta B. starb demnach zwischen dem 16. und 18. Februar 2014. Eine Überwachungskamera an der Villa lieferte das letzte Bild von ihr. Die Verteidigung des Angeklagten betonte, dass kein Motiv für die Tat erkennbar sei. Der Sachverständige hat sogar bestätigt, dass Emanuel B. eine starke Bindung und Liebe zu seiner Ehefrau hatte. Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts hat am 12.04.2016 Emanuel B., 40 Jahre alt, wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren verurteilt. Das Gericht sieht es als zweifelsfrei belegt an, dass der Geschäftsmann am Abend des 16. Februar 2014 seine Ehefrau Britta in ihrem gemeinsamen Haus getötet hat. Bis heute wurde die Leiche der Frau trotz allem noch nicht gefunden, was diesen Prozess zu einem der bundesweit spektakulärsten Indizienprozesse machte. Der Prozess begann im Juni 2015 und im Laufe der Verhandlung wurde im Sommer 2015 ein schwer belastender Beweis vorgelegt. Ein Multifunktionsgerät, an dem sich Blut der vermissten Frau und DNA-Material ihres Ehemanns befand. Emanuel B. hatte das Gerät allerdings erst am 17. Februar 2014 erworben. Spätere Ermittlungen ergaben, dass sich Emanuel ein baugleiches Multifunktionsgerät von seinem Schwiegervater auslieh. Er hatte also 2 von den Multifunktionstools. Das falsche Gerät hatte er jedoch entsorgt und die Polizei sicherte an dem gefundenen Gerät besagte Spuren. Folgende Indizien belegen die Schuld Emanuel B.s. Kurz nach dem Verschwinden von Britta B. erwarb ihr Ehemann in einem Baumarkt Zementschleierentferner und bezahlte diesen mit seiner Kreditkarte. Dieser spezielle Entferner kann zum Beseitigen von Blutspuren und Geweberesten verwendet werden. Somit würden diese auch beim Luminol-Test, ein Test zur Erkennung von Blutspuren, nicht mehr sichtbar sein. Darüber hinaus konnte ihm durch Untersuchungen seiner Internetaktivitäten nachgewiesen werden, dass er diverse suspekte Suchbegriffe in Google eingegeben hatte. Zu diesen Begriffen gehörten unter anderem Würgegriff, Angriff Hals, Scheidung und Vermögensaufteilung. Zusätzlich zu all dem hatte Emanuel B. auch aktiven Kontakt zu verschiedenen Frauen im Internet, einschließlich geheimer Treffen. Zudem konnten ihm mindestens 1 Bordellbesuch nachgewiesen werden. Ein weiterer auffälliger Punkt war, dass Emanuel B. kurz nach dem Verschwinden seiner Frau ihr Konto leergeräumt hatte. Darüber hinaus hat Emanuel B. die eigenen Überwachungskameras im Haus manipuliert. Zudem sind die unerklärlichen Blutspuren seiner Frau am Kofferraum seines Autos erschwerend hinzugekommen. Seine Verteidiger plädierten auf Freispruch. Ihrer Meinung nach wurden die Ermittlungen voreingenommen durchgeführt und ihr Mandant wurde vorab in der lokalen Presse verurteilt. Sie waren der Überzeugung, dass es kein Motiv für die Tat gab. Die Staatsanwaltschaft und die Vertreter der Eltern der Vermissten als Nebenkläger forderten hingegen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Ihrer Ansicht nach hatte Emanuel B. seine Frau beseitigt. Das Gericht hingegen war von den vorliegenden Indizien überzeugt. Daher lautete das Urteil 11 Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags. Eine Verurteilung wegen Mordes kam nicht in Betracht, da die Indizien dafür nicht ausreichten und die Leiche seiner Frau nie gefunden wurde. Für die Eltern von Britta B. war das Urteil natürlich nicht zufriedenstellend. Jedoch wäre auch eine lebenslange Verurteilung nicht in der Lage gewesen, ihren Schmerz über den Verlust ihrer geliebten Tochter zu lindern. Die Tatsache, dass sie nicht einmal ein Grab besuchen können,
und dass auch keine persönlichen Sachen von ihrer Tochter geblieben sind, war schwer für sie zu ertragen. Der Fall von Britta B. und ihrem Ehemann Emanuel B. stellt einen der komplexesten und mysteriösesten Fälle dar, die deutsche Justiz in den letzten Jahren gesehen hat. Trotz des Urteils gibt es noch viele unbeantwortete Fragen. Die Tragödie, die sich in Schlangenbad Wambach abspielte, wird noch lange in den Köpfen aller Beteiligten und den Menschen in Deutschland bleiben. Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie von Britta B., die mit dem unbegreiflichen Verlust ihrer Tochter und einer nie endenden Suche nach Antworten leben müssen. Wir können ihnen nur wünschen, dass sie eines Tages Frieden finden werden. Ja, wir sind wieder am Ende eines Falles angelangt. Danke euch von Herzen fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt wachsam und passt auf euch auf. Ich bin eure Unbelievable.